Freunde, willkommen zurück. Ja, ich möchte mit euch heute mal über Notino reden. Mal wieder, was heißt mal wieder? Bis jetzt positiv. Heute wird das kein positives Video werden über Notino, weil ich kriege aktuell sehr viel Nachrichten rein, auch von Kumpels, von Bekannten etc. pp. Die Frage ist, was ist los mit Notino aktuell? So, ja, das ist die Frage. Und das werde ich euch jetzt gleich mal beantworten. Für die Neuen, mein Name ist Dennis, a.k.a. Fragrance Talk aus Hamburg. Also drückt den Button für diesen Kanal. Bleibt einfach hier beim einzig wahren, doch unerreichten Fragrance Talk. Ja, was ist los mit Notino? Also diese Frage stelle ich mir persönlich auch schon seit längerem. Und genau natürlich kann ich das nicht sagen, aber Fakt ist, erstens, die Preisgestaltung ist eine reinste Katastrophe aktuell. Dass man mal Preise ändern kann, ist so. Das wird heutzutage so gemacht, das ist nicht mehr wie vor 20, 30 Jahren. Nein, aber wenn man das jeden Tag macht, jeden Tag kommt eine Änderung und dann kriegst du, nachdem du ein Produkt gekauft hast, einen Gutscheincode, jedes Mal. Oder eine Preisänderung von 15 Euro weniger oder mehr, wie auch immer. Das wird jeden Tag gemacht, fast. Oder fast, es ist jeden Tag. Also ich kriege das so rein. Ich achte, ich habe ja nicht so viel Zeit, ich kann nicht jedes Mal darauf achten, aber ich habe es auch schon gesehen. Und ein Kumpel hat mir das letztens auch gezeigt. Was soll das, dass man das mal machen kann? Okay, ich bzw. wir sind auch selbstständig online, stationäre Läden, aber wenn wir das ständig ändern würden, jeden Tag, was soll das? Vor allen Dingen ganz ehrlich, es wird ja auch nichts gemacht, wenn man denn schreibt. Weil 15 Euro Unterschied zum Beispiel, 15 Euro günstiger nächsten Tag oder nachdem man das Produkt, das wird ja so angeglichen von System wahrscheinlich bei Notino, wenn man für 15 Euro auf einmal das nächste Tag günstiger kriegt oder nachdem man den vorher gekauft hat, sie gehen ja auch nicht runter oder wenn man sie anschreibt, machen sie ja nichts. So, das ist schon mal Nummer 1. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 2. Punkt Nummer 2 ist die Lieferung. Letztens wurde von mir einfach ein Produkt storniert. Obwohl er in Bearbeitung, obwohl das Produkt in Bearbeitung war, auf einmal storniert. Geld habe ich zwar wunderlich ganz schnell, das wurde alles, ne? Aber es wurde storniert, einfach so. Und es ist auch erstaunlich, dass man eine Nachricht dafür bekommt, aber ich habe es erst anderweitig gesehen, nachdem ich auf der Online-Seite wieder drauf war und sehen wollte, wann kommt mein Paket. Ja, und dann habe ich natürlich E-Mails geschickt und ja, da stand es. Das ist aber auch kein Zufall aktuell, dass Notino gern storniert auf einmal. Dann kommt das dazu, was soll das mit diesen 1 Euro mehr bezahlen, damit, wenn ein Paket unterwegs verschwindet, dass man, dass das schnell ab, reibungslos ein neues geschickt wird. Deswegen soll man 1 Euro mehr bezahlen. Erstmal ist dieses, ich hätte ja schon erstmal ist dieses Paket allgemein schon versichert. So, und ich kann aus Erfahrung sprechen, ich habe ein Paket zu einer Packstation schicken lassen. Es ist nie angekommen. Es ist 7 Tage hier in Hamburg rumgeeiert. Erst dann haben sie ein neues geschickt. Also was ist reibungslos und wofür dieser 1 Euro? Und dann gab es noch nicht mal irgendwie, es gab keine Entschuldigung wirklich, es gab nichts. So, es wurde auch nichts am Preis geändert. Ich habe den Ersatz natürlich dann bekommen, der ging komischerweise ganz schnell. Aber preislich habe ich denselben Preis bezahlt. Ja, das dazu. Also, und ach ja, und dann natürlich auch nicht zu vergessen, ich meine, das ist Ansichtssache, dass jeder wie jeder die Geduld hat, aber trotzdem, im Moment dauert das doch schon sehr lange, bis Notino überhaupt mal verschickt. Und es ist nicht so, dass auf einmal da, ne, ich bestelle oder habe seit Jahren dort bestellt, was ich jetzt allerdings ehrlich gesagt nicht mehr machen werde, weil da gibt es andere, die auch diese Produkte haben. Und es geht ja viel um zum Beispiel arabische Düfte, die günstigen, die hat Notino. Aber da gibt es ganz andere Läden online, die das auch haben. Beziehungsweise selbst die Originalseite natürlich, zum Beispiel Latafa.
Rassasi, egal. Auf jeden Fall, erstens, es werden Preise ständig geändert. Ins Negative oder ins Positive, das ist ja ein Positive eigentlich nicht. Es sei denn, nee, geht ja nicht. Ihr kauft meistens und dann wird es angeglichen, meistens günstiger. Oder ihr kriegt dann erst einen Gutscheincode. Zweitens, was soll das mit den 1 Euro? Also es ändert sich, das ist nicht nur mir passiert, auch einem Bekannten, auch da hat es gedauert. Also dieses 1 Euro Ding, damit das schnell ein neues Paket versendet wird, ist Quatsch. Man zahlt 1 Euro umsonst und vor allen Dingen ist es so und so versichert. Drittens, ja, es dauert beim Verschicken. Viertens, es wird storniert. Fünftens, man bekommt nicht wirklich, Informationen, man bekommt keine Entschuldigung, das ist eine automatisch. Es ist aktuell, läuft es nicht wirklich bei Nutino. Das ist nicht nur meine Meinung, sondern das höre ich aktuell ganz viel. Deswegen wollte ich einfach nur mal darauf aufmerksam machen. Ihr könnt natürlich auch unterschreiben, was haltet ihr davon? Habt ihr auch aktuell Probleme? Also wenn, ich weiß, ich habe vor zig Jahren schon bei Nutino bestellt. Es war alles wunderbar. Schneller Versand, keine ständige Änderung. Man hat auch mal, das, was du gekauft hast, wurde angeglichen. Du hast, wurde gesagt, ey, Moment mal, ich habe es gekauft, 10 Minuten später kostet das Ding 8 Euro weniger, habe ich dann bekommen die 8 Euro. Jetzt, es passiert nichts. Es passiert einfach nichts. So, und mir geht es einfach nur darum, dass ich das hier sage, weil ich kriege so viele Nachrichten und so, und so viel, die sich darüber ärgern und aufregen, was auch selbstverständlich ist, weil heutzutage habe ich das Gefühl, macht ja jeder, jede Firma und so weiter, was sie wollen. Also wenn wir das machen würden, ich weiß nicht, Alter, dann wären wir nicht da, wo wir sind. Also ich verstehe das nicht. Ich meine, jeder führt seine Firma anders, ne? Aber das sind so Sachen, die mir aufgefallen sind, die einfach im Moment ganz extrem sind. So, ganz extrem. Gleich vorweg, dass mal eine Lieferung länger dauern kann, ist überhaupt nicht das Thema. Aber es ist nur noch, dass es länger dauert. Und wie gesagt, wenn was nicht ankommt, dieses 1-Euro-Ding, vor allen Dingen, was ist das? Dieses an. Und wenn du denn noch am besten ein Bio-mäßig oder was das da ist, verschickst, musst du nochmal 1,50 Euro raufzahlen. Come on. Also ganz ehrlich, denn ich meine, so holen sie natürlich ihre Preise rein und dann hauen sie 5 Minuten später einen anderen Preis. Das geht alles nicht. Also Nutino sollte so langsam mal ein bisschen überdenken, was da passiert. Aber gut. Ich will einfach nur mal wissen, was ist eure Erfahrung aktuell? Also jedenfalls das letzte halbe Jahr ist es schon ganz extrem geworden. Das würde mich mal interessieren. Und an Nutino Stelle, falls das jemand sieht, bitte Leute, ändert das wieder. So, ändert das wieder, weil es war alles mal besser. Und nicht ständig 100 Mal am Tag den Preis ändern. Also ganz ehrlich, Leute, mein Gott, also das muss auch nicht sein. Ich meine, wollt ihr Kunden haben oder ich meine so, ich kann euch gleich, dann werden viele Kunden abspringen. Also das wird kommen, aber ja, finde das ein bisschen schade, dass es aktuell ist, das alles, ich meine, dann könnte man jetzt das Video, es würde jetzt ganz groß werden, wenn ich darüber auch noch quatschen würde, aber heutzutage ist es wohl so. Ich will gar nicht weitersehen oder in die Zukunft schauen, wie es weitergeht. Aber egal, so ist das. Ja, Leute, heute einfach mal so ein Video. Ich denke mal, das muss auch mal erwähnt werden. Und dann schreibt mal runter. Und wie gesagt, dann bis zum nächsten Mal.